Hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Und ja, wie schon angekündigt, geht der FIFA-Marathon weiter. 16 Uhr, ich habe ja gesagt, ich verwalte jetzt die 261.947 Münzen. Davon, ich habe eigentlich 262.000 von Bad Boys Flair bekommen, aber die ganzen Gebühren und so weiter, bei FIFA kennt er ja. Und ja, wenn ihr auch Lust habt, gegen mich zu spielen, in der Folge dabei zu sein, könnt ihr auch einfach mal so, keine Sorge. Aber wenn ihr Lust habt, mir Spieler oder Münzen zu spenden, könnt ihr das gerne tun. Dann sofort, auf jeden Fall möchte ich dann eine Folge, sonst werde ich die Münzen oder die Spieler nicht annehmen. Möchte ich auf jeden Fall dafür dann eine Folge halt haben und ja, damit das im Let's Play eingebunden ist, habe ich schon oft genug gesagt. Und kommen wir nochmal eben zu der Online-Saison, habe ich nach dem 8-0 ersten Saisonsieg eingefahren, habe ich danach gegen 11 Stars 1-1 gemacht und nur unentschieden gespielt. Das heißt, 4 Punkte nach 2 Spielen. Meisterschaft könnte ein bisschen schwierig werden, aber dafür rüste ich ja jetzt auf. Und zwar habe ich überlegt, ob ich mein deutsches oder mein englisches Team besser mache. Ich werde mein deutsches Team machen. Ich habe erst gedacht, vielleicht mache ich mir ein Bayern-Team mit Boateng und Lahm auf 4 auf rechts. Und dann hier Schweinsteiger und Gustavo und dann Neuer. Aber ich finde, ohne Ribéry und Robben ist ist Bayern kein Bayern. Und deswegen, wenn ich irgendwann mal, vielleicht noch in FIFA 13, Ribéry und Robben haben kann, dann werde ich dann eine Bayern-Mannschaft machen, keine Frage. Aber dafür müsst ihr spenden. Ich möchte euch jetzt nicht dazu zwingen oder so, aber wenn ihr Lust habt, ich weiß nicht, FIFA 13 ist eh schon was heißt nicht ausgelutscht, aber bei FIFA 13 mache ich sowas noch, ist okay. Am Ende zieht ihr von den Apex und verlose die dann, wenn ihr sie haben wollt. Und dann gut ist. Bei FIFA 14 werde ich es auf gar keinen Fall machen. Da werde ich am Anfang mir direkt die Ultimate Team Edition da holen. Und da werde ich das eher andersrum machen. Da werde ich Spiele an euch verlosen. Und dann Turnier machen und so. Mal im Battle, da ist ja schon einiges geplant. Auf jeden Fall, ja, so viel dazu. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal gucken. Und zwar werde ich mir als erster einen Neuer holen. Und Deutschland und Bundesliga. Eigentlich wollte ich noch weiter erzählen, was danach passiert ist, nachdem ich ja, schwarz gefahren bin. Schwarz gefahren in Anführungsstrichen. Dumme Spasti, der mich da angehalten hat, aber was mache ich da? Ich wollte Torwart eigentlich gucken, keinen Stürmer. Werde ich alles in der Folge heute Abend machen um 18 Uhr und dann gut ist. Weil jetzt konzentriere ich mich mal hier drauf und dann mehr dazu später. 154.000. Ich habe gedacht, vielleicht kriegst du einen Dante in Form noch oder so nach Schweinsteiger und Neuer, aber das kann ich jetzt erstmal vergessen. Für Neuer muss ich bestimmt... Ich habe mal Neuer gekauft, 105.000. Ne, 125.000 war das. War direkt noch relativ Anfang bei FIFA. Aber der ist jetzt... Die Preise sind wieder drastisch nach oben gegangen oder so, so wie ich das sehe. Ja, eben war 49.000. Ist mir egal, ob der da gepaced ist oder nicht. 149.000, 149.000, nehme ich auch. Ja. Das ist krass. Den muss ich wohl nehmen. Ich könnte theoretisch auch bieten. Da würde ich nochmal 10, 20.000. Na komm, scheiß da drauf. Ich finde das... Na doch, ich guck mal eben nach. Nochmal zurücksetzen auf alles. Wir haben ja Zeit. Wenn ich spulte ein bisschen vor, wenn er langweilig findet. Aber ich beeil mich, ja. Club haben wir hier Bayern. Der Mindestpreis nicht. Ich guck mal, vielleicht finde ich einen unter... Ich cutte ja wahrscheinlich eh, weil ich werde, wenn ich drauf bieten werde, dann werde ich Karten und das dann nach und nach aufnehmen. Ich guck mal, vielleicht finde ich einen für 130.000 oder so. Und werde ich darauf bieten und gut ist. Ich guck mal. Ja, guck hier. 120.000 geht noch 10 Minuten. Ist deutlich billiger als 175.000, ich denke mal, ich biete für den hier, für 100.000. Der geht 40 Minuten. Und hier haben wir 120.000. Ich biete erstmal hier auf den und dann in 40 Minuten werde ich dann nochmal drauf gucken. Und, ja, da sind die 161.000 Münzen direkt weg. So, und dann gucken wir nochmal nach Schweinsteiger. Mittel, ja, komm, machen wir direkt ZM, weil es gibt ja viele Deutsche in Bayern, Bundesliga. Ja, ja komm. Ich weiß nicht, wie teuer Schweinsteiger ist. Ja, immer Müller. Oh, 106.000. Okay. Groß haben wir hier so viel. Das ist so ein bisschen das Doofe. Aber dann gehe ich Mindestpreis mal auch ein bisschen hoch auf 40.000. Dann dürfte da kein Müller und Groß mehr zu sehen sein. Außer vielleicht... Ja, ne, doch nicht. So, vielleicht ein... Ich weiß nicht, auf oben an... Ein Gomez auf Z... Ah, Schweinsteiger, 106.000. Das ist der billigste.
22 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich in 22 Minuten da bin. Ich muss nämlich gleich noch weg. Ich guck mal. Ich weiß nicht, ob damit... komm. Bieg mal drauf, ein gutes. Und dann werde ich mal gucken, wie viel ich da... ich guck mal nochmal nach dem Verteidiger. Zum Beispiel im Verteidiger, wie teuer so ein Dante Inform ist. Ich habe... Von Preisen habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Das muss ich dazu sagen. Gucken wir mal hier. Bayern... Da und einfach suchen. Ach, 2,3 Millionen, das ist ja Schnäppchen. 700.000, ihr habt sie doch nicht mal alle. Das ist ja der, das ist krass. Könnt ihr mal drunter schreiben, wie die Preise gerade sind. Ich weiß nicht, wie es ist, ob die angestiegen sind oder runtergegangen sind oder weiß ich nicht. Boah, das ist krass. Ja. Oh, ich hätte so ein Dante Team of the Season schon ultimativ gerne, ey. Krasse Scheiße. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal alle meine Teams verkaufe oder alles mal alle meine Teams verkaufe, dann hole ich mir davon, mache ich ein Video, wenn ich dann, ich weiß nicht, wie viel ich zusammenbekommen werde, keine Ahnung. Jetzt habe ich, dann mal, ich bekomme 1,5 Millionen zusammen oder so, vielleicht 2 Millionen, ich weiß nicht, was Neues kommen sollte, wie viel, wie viele Leute von euch spenden oder wie viel halt nicht. Und, vielleicht mache ich dann eine Abstimmung, wer, wen ich kaufen soll, Falcao, Team of the Season, Bale oder so. Und der, der die meisten Stimmen hat oder so, den werde ich dann verlosen. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr von der Idee haltet. Und ich werde jetzt erstmal cutten und dann mal gucken, wen ich von den beiden bekomme. Ich meine, 107.000 und 100.000 wäre ganz gut. Aber ich denke mal, dafür, das wird nicht funktionieren. Da muss ich ein bisschen mehr drauf bieten. Ich guck mal, vielleicht, ich meine, wenn ich 55.000 Münzen überbekomme, würde ich mir ein Kompanie oder so holen oder ein Hart. Mal gucken, was das so hergibt. Ich verabschiede mich erstmal bis in, ja, ich denke mal gut 20 Minuten werde ich dann weiter aufnehmen. Und dann mal ein bisschen um Schweinsteiger verhandeln. Bis dahin, ciao! Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Schweinsteiger läuft ungefähr in der Minute aus, auf 110.000 Münzen hochgegangen. Bei Neuer wurde ich auch überboten, ja, 101.000, aber da geht ja noch 16 Minuten. Werde ich extra machen, beziehungsweise halt mache ich einen Cut dazwischen und ich habe natürlich noch die vollen Münzen jetzt bekommen und ja komm, bieten wir mal direkt hier auf Schweinsteiger. Ich hasse so Leute, die immer auf letzten Sekunde bieten. Ich weiß nicht, warum Schweinsteiger kostet als Sofortkauf 150, 160.000 Münzen. Deswegen werde ich da definitiv höher gehen. Er geht auf 120.000. Ja komm, dann hau mal raus hier. Ich denke mal auf 150.000 werde ich gehen und dann werde ich mir 127.000. Ah komm, 135.000 kann man... Nein. Okay. Jo, was geht jetzt hier ab? Ich möchte bieten. Ah, alles klar. 138, 100... Was geht denn jetzt hier ab? Nein! Okay. Leck gerade ein bisschen, beziehungsweise... Oh, was ist denn jetzt hier? Was geht denn jetzt los? Ja, funktioniert gerade nicht so, wie ich das haben will, aber der ist schon auf 142.000 Münzen hoch. Habe ich den jetzt bekommen? Also manchmal, ihr seht es gerade, dass es laggt. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe noch meine ganzen Münzen. Ja, okay, das ist abgelaufen. Ja, für 139.000 Münzen. Alles klar. Jetzt geht er doch angeblich noch weiter. Kann ich auch nochmal bieten hier, komm. Ne, anscheinend, ja, doch, jetzt bin ich wieder Dirkspeed, ne? 147.000 Münzen. Ne, komm, 155.000 Münzen, da kannst du knicken. Nö. Da kaufe ich mir lieber... Habe ich schon gesehen, einen Schweinsteiger, der nicht so viel wert ist. Ja, komm, Schweinsteigerboten ist mir scheißegal. Und zwar, ich habe den, glaube ich, für ZDM gesehen. Ist ja nicht schlimm. Kostet ja nicht viel. Und zwar, als hat mir da ein Tod zu bieten, werde ich einfach mir den so kaufen. Ich habe auch schon einen Götze als ZM gesehen. Als ZDM noch nicht, aber als ZM. Ist schon krass. Also der hat auch 140.000 gekostet. Ich weiß nicht, ob der jetzt so, ja, auf Zufall, beziehungsweise so einfach nur so, solche Idioten, die einfach jeden Spieler auf weiß, wie viel Münzen reinstellen. Aber, ich weiß auch gar nicht, ob der Götze neu gemacht worden ist oder nicht. Aber das ist mir jetzt relativ egal.
weil Götze passt eh nicht in mein Team, weil wenn ich finde so Spieler wie Götze oder Nasri oder so als ZM total schlecht, weil einfach die zu wenig defensiv haben und dann einfach keinen Zweikampf im Mittelfeld gewinnen, haben wir 150.000 und kaufen. Scheißegal, wie viele Verträge der hat oder so. Und jetzt zuweisen. Und dann werde ich mir den direkt reintun, den Gustavo verkaufen. Ja, genau. Zurücksetzen ist auch sehr gut. So. Und zwar Gustavo, echt guter Spieler, aber ist ein Schweinsteiger deutlich besser. Ich bald Gündogan natürlich. Wollen wir den hier, ja, da haben wir Schweinsteiger. Natürlich noch in der verkehrten Position und Formation. Werde ich mich jetzt direkt kümmern und habe noch 112.000 Münzen. Ich denke mal nicht dafür, dass ich da ein neuer herbekommen würde. 101.000 sieht man ja hier. Ja, irgendwelche Unannehmlichkeiten, das Aktionshaus ist mal wieder überlastet. Wie soll es auch sonst anders sein? Auf PlayStation bieten eigentlich viel mehr, aber trotzdem haben PC ab und zu ein paar Probleme. So, ich suche aber Training und zwar erstmal Position. Keine Ahnung, wie teuer das ist von ZDM zu ZM. Boah, da sucht man sich immer einen Tod. Ich weiß auch nicht, warum man das zum Beispiel nicht aussuchen kann. Nö, ja, ZDM zu ZM. Ja, 5500 Gebot. Ich will kein Gebot. Wenn ich hier ZDM zu ZM sehe, dann nur als Gebot. Geht mir relativ auf den Sack. Kostet aber bestimmt 2.000-3.000. Deswegen werde ich da erstmal hochmachen. Komm, als 2.000. Oh. So. ZDM zu ZM. Hier sehe ich was, 5500 geht klar. Ja, okay, wenn man so, glaube ich, zurückgeht, dann, na egal, was soll's. Und natürlich noch die Position-Formation 442, die wird auch nochmal 10.000 kosten, da werde ich neuer gar keinen Fall kaufen können. Aber ich werde auch nicht sparen, ich werde, denke ich mal, mein englisches Team was machen. Weil, ja, Formation... Weil mein deutsches Team ist ja schon verdammt gut und ob jetzt ein Adler oder ein Neuer so, das ist eigentlich verteilt relativ egal, aber... Ja... Dann kommen... Ich habe da vorne einfach 6.000 gesehen, war ja, glaube ich, ne? Ah, schon abgelaufen. War nämlich auch abgelaufen. Och, Mann, ey. Ah, nämlich halt das hier, das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Und dann werde ich, jetzt erstmal damit neu ausstatten und dann werde ich mir Kompanie kaufen. Und hart. Und ich denke mal, dann dürfte da Geld weg sein. Beziehungsweise so gering sein, dass ich mir davon nichts mehr holen kann. So, du kriegst einmal das. Und du kriegst einmal das. So, perfekten Schweinsteiger da drin. Der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ja, den Neuer werde ich mal gucken. Neuer werde ich mir auf jeden Fall immer noch mal zulegen. Jetzt erstmal nicht mehr. Habe ja jetzt keine Münzen mehr. Da habe ich schon noch genug, aber nicht mehr genug für Neuer. Den werde ich auch dann direkt mal hier rausstreichen. Da muss ich dazu auch gar nicht mehr cutten. Ja, komm, ja, immer noch Unannehmlichkeiten da. Ja, komm, lassen wir das einfach. Und dann holen wir mal zu... Nein, nicht suchen. Och, Mann. So, ich will nämlich zurücksetzen und dann suche ich nämlich Spieler. Gold. Und zwar erstmal ein Torwart. Ich hole mir jetzt erstmal den Joe Hart. Nationalität ist ein Engländer und zwar aus der Barclays und zwar aus Manchester City. Und suchen. Ich weiß nicht, wie teuer der ist. Ich glaube 40, 50.000 so ungefähr. Na, hier haben wir 28.000, 26.000 sogar nur. Weil da kommt man ja locker weg. Da habe ich ja noch genug, um mir noch andere Spieler zu holen. Vielleicht ein Nani. Nani könnte ich für 30, 40.000 Münzen bekommen. Fällt mir mal gerade so ein. Könnte man drüber nachdenken. Mal gucken, wie viel am Ende übrig bleiben. 26.000, 25.000, 23.000. Da geht noch was, um runterzugehen. Was ist denn jetzt los? Och. Jetzt leckt gerade ohne Scheiße. Der Aktionshaus ist einfach so verpackt, beziehungsweise die haben solche Probleme da drin. Ich will mal eben ganz kurz cutten und mal gucken, was hier passiert. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich muss leider sogar FIFA neu starten. So. Aber das 25.000 für Hart werde ich mal eben schnell hier einstellen. Ich weiß nicht immer, was mit dem Aktionshaus da los ist. Keine Ahnung. 25.000 für Hart ist relativ günstig. Kompanie 35.
Damit sind er 60 weg und könnte dann noch 40 für Nani ausgeben. Hoffentlich funktioniert das. Vielleicht kriege ich ja noch einen billigeren Hart. Formation ist mir erstmal relativ egal. 3-4-3 kostet eh nicht viel. 23.000. Krass. Auf jeden Fall kaufen. Ich weiß, ein Lyris ist zwar besser, aber ich glaube, Lyris kostet definitiv mehr als 100.000. Den Hart tun wir erstmal im Verein speichern. Ich muss mal eben wirklich mal ganz kurz gucken, wie viel jetzt ein Dings ist. Nicht, dass ich irgendwie Scheiße gebaut habe. Spurs und Frank Reich. Und 100.000. Ich glaube aber nicht, dass der so viel, so wenig, so viel wert ist. Beziehungsweise so wenig wert ist. So, ja komm, mein Gott. Ich denke mal, Lyris ist teurer. Ja, ich glaube, Lyris kostet ungefähr 130.000. Ja, ja, ja. Ich guck mal 120 und wenn nicht, dann... Ja, doch, 120 ist der Wert. Mit 1918, 110. Hätte ich mir fast holen können, den Lyris. Krass. Ah. Ah, egal. Entschuldigung. Erstmal werde ich mir jetzt eine Kompanie kaufen. Nochmal zurückgesetzt und zwar erstmal Innenverteidiger Level und Nationalität ist ein Belgier. Spielt in der Barclays und spielt bei Manchester City. Wieder Manchester City, mein Gott. Und kostet nach meinen Informationen ungefähr 35.000. Und dann werde ich mal gucken, was sich dort jetzt machen lässt. Ah, ein bisschen viel. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Was? BTF? Na, Preise sind ja wieder angestiegen. So viel. Boah, ich mir doch lieber ein Dürres kaufen sollen, wa? Ja, genau. Company kostet auf einmal. Was ist denn mit den Preisen los? Da gehen wir jetzt richtig auf den Sack. Ohne Scheiß, ey. Ihr seid doch alle behindert. 45.000, 43... Oh, komm, 43.000 geht klar. Jetzt habe ich aber nur noch 43.000 jetzt zuweisen, auch im Verein speichern. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, wen ich mir von 34.000 holen soll. Ich meine, so ein Bale kostet mehr, ein Hazard kostet mehr, ein Nani kostet mehr. Ein Aguero kostet auch mehr, ein Suarez kostet auch. Ein Suarez kostet nicht so viel. Aber ein Tevez macht sich da schon ganz gut, das ist okay. Hier muss ich eben den Schweinsteiger packen. Und einmal möchte ich den Mbia verkaufen. Hau rein. Und den Kompanie da hinsetzen. Ah, schlechte Formation, aber 3-4-3, wie gesagt, kostet nicht viel. Wer ist denn schneller von denen? Davidlos ist der schnellste. Obwohl der langsamste muss dahin für die Stürmer. Der mit dem besten Verteidigung, das ist definitiv Kompanie, alles klar. Die Äußeren müssen schneller sein, weil über außen kommen schnellere Leute. Das heißt, da musst du den ablaufen und innen kommen auch schnellere Leute. Da ist defensiv besser, deswegen mache ich das so. Und die GR kann auch mal nach Hause fahren, hau rein. Hast aber guten Dienst geleistet. Schön Joe Hart hat ja auch falsche Formation, aber das ist egal. 3-4-3, wie gesagt, kostet nicht viel. Ich weiß nicht, wen ich mir holen sollte. Touré bekomme ich geschenkt, beziehungsweise halt gespendet, dazu mehr. Vielleicht kommt heute noch eine Folge, wenn nicht morgen. Oder in den nächsten Tagen halt. Rechts könnte ich mir nichts kaufen. Ich weiß, ich guck mal, wie teuer Nani ist, aber der wird definitiv teurer sein als... 35.000, der kostet meines Erachtens irgendwie ab 171.000 ist er sogar weggegangen. Nach meines Erachtens kostet der ungefähr 45.000, der Nani. Position ist ein LM und Portugiese. Ich spiele auch in der Barclays und diesmal wieder bei Manchester, aber diesmal bei Manchester United und kostet 45.000. Ich meine, das kann ich ja sparen, so 35.000, das sind nur 10.000, hätte ich bei Lyris auch machen können. Das Problem ist, ich glaube echt, dass die Preise verdammt angestiegen sind. Und deswegen war das ein bisschen doof zu kaufen. 44.000, 40.000. Ah, 40.000, das mache ich dann nach der Saison ungut ist. Und dann werde ich mir da einen Nani kaufen. Ja, ich glaube, so werde ich das machen. Dann Touré bekomme ich hin. Für Touré weiß ich gar nicht, wenn ich weg machen soll. Ich glaube, ich werde dafür Fellaini wegmachen. Weil Ramirez eher so ein Spielgestalter, der gut, beziehungsweise ein gutes Tempo hat, ein gutes Dribbling, der das Spiel öffnen kann. Und dann brauche ich eher einen Defensiven, das ist bei mir jetzt im Moment noch Fellaini. Und da wird sich ein Touré, glaube ich, besser tun. Touré ist einfach, der kann alles, ob offensiv oder defensiv. Deswegen denke ich mal, werde ich Touré da spielen lassen. Und
Ja, werde ich mir für Nani kaufen für 45.000 dann. Und dann sieht das Team schon gar nicht so schlecht aus. Macht ihr so langsam, weil ich erstmal ein paar Spiele mache mit den zwei neuen, ja, aber das heißt zwar neuen Teams, mit den neuen Spielern, die ich jetzt bekommen habe, sind ja immerhin drei Stück. Ja, werde ich heute Abend machen, wie gesagt, um 18 Uhr und um 20 Uhr kommt noch eine Folge, einmal mit meinem englischen Team und einmal mit meinem deutschen Team. Und dann, ja, mal gucken, wie sich das so macht, vielleicht habe ich da damit schon die Saison beendet. Warte mal, wenn ich jetzt noch drei Spiele mache und dann eins mache, sind vier, nochmal drei, ja okay. Dann beende ich heute sogar noch die Liga und werde mir am Ende der Saison Nani kaufen. Selbst wenn ich absteigen sollte, 3400 sollte das sogar fast schon hinhauen. Von daher, ja, werde ich heute Abend noch Nani verpflichten, höchstwahrscheinlich, wenn nicht, überlege ich mir halt was anderes. Um 18 Uhr und um 20 Uhr kommen wieder ganz normale Folgen, könnt ihr mal gucken, wie das neue Team so abgeht. Oder beziehungsweise die neuen Spieler, wie die sich integrieren im neuen Team. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß, wieder in zwei Stunden auf jeden Fall einschalten, damit geht's weiter mit der komischen Story da nach dem Schwarzfahren oder ja, eher erwischt werden beim Nicht-Schwarzfahren, nur ich habe halt nicht abgestempelt, Story. Ja, einfach bis in zwei Stunden, ich werde dazu dann mehr erzählen. Bis dahin, tschüss!